Guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste. Mir wurde im Vorfeld natürlich auch gesagt, du musst ein Grußwort halten, keine Grundsatzrede. Aber ein bisschen mehr wie 7 Minuten müsste man schon geben. Ich habe mir ja vorgenommen, nach der Bundestagswahl und der erfolgreichen Hessenwahl nicht mehr so viele Meinungsumfragen zu lesen. Das gelingt nicht immer, aber eine habe ich dann doch ganz gerne gelesen und die betrifft euch in Berlin. Und zwar, dass die Berliner Linkspartei erstmals wieder die Grünen überholt hat und die Linke in Berlin bei 18% steht und die Grünen bei 16%. Ich meine, ihr habt es verdient und die Grünen auch. Wobei vielleicht die 16 doch noch ein bisschen übertrieben sind. Was dort weiter steht, finde ich aber auch ganz gut. Die schreiben dann, Piraten und Alternative für Deutschland liegen unterhalb von 5%. Und dann hört genau zu, Zahlen für die FDP werden nicht extra ausgewiesen. Man soll ja nicht hämisch über andere Parteien reden. Man weiß ja nie, wie es einem irgendwann selber geht. Aber ich möchte euch doch sagen, ich habe 40 Jahre meines politischen Lebens damit zugebracht, zu hoffen, dass die FDP nicht mehr in den Bundestag kommt und auch sonst keine Rolle mehr spielt. Wir haben gute Chancen dazu. Und dann steht noch, das muss ich euch auch noch mal ein bisschen vorlesen, das wäre jetzt Bundestagswahl, der Abstand zwischen Linken und SPD nur noch 1% beträgt. Die Linke wäre bei 20% in Berlin und die SPD bei 21. Ich meine, ich darf das ja sagen, weil ich ja nicht belastet bin mit DDR oder so. Aber wie war das irgendwie? Überholen ohne einzuholen? Also vielleicht haben wir doch eine Chance, ja. Ich glaube im Übrigen, wir hatten ja nicht immer eine ganz leichte Zeit nach Göppingen, aber man kann mit einem gewissen Stolz sagen, die Linke hat sich bundesweit konsolidiert und wir haben zum ersten Mal, glaube ich, bei Bundestagswahlen jetzt geschafft im September, dass es danach nicht mehr abwärts geht, sondern dass wir nicht mehr nur von Protestwählern oder in erster Linie Protestwählern leben, sondern offensichtlich die Leute bei uns bleiben und alle Umfragen darauf hinweisen, dass wir es sogar noch leicht gesteigert haben. Also die Bindung zwischen den Wählern und der linken Partei größer wird. Man nennt es irgendwie Haltelinien. Und auch die Identität der Wähler mit der Partei größer wird, also die Ziele der Linken und der Wähler in hohem Maße übereinstimmen. Und deswegen, glaube ich, haben wir gute Voraussetzungen, diese Position der Linken in der Gesellschaft auszubauen. Und das ist auch dringend notwendig, liebe Genossinnen und Genossen. Es ist deshalb notwendig, weil die Große Koalition keinen Politikwechsel durchführt. Das war auch nicht zu erwarten. Sie machen leichte Korrekturen bei der Rente oder beim Mindestlohn oder auch bei der Tarifbindung, aber das war's dann auch schon. Und ich will noch mal ganz betonen, mit uns wäre so etwas nicht gegangen, dass ein Mindestlohn erst 2015 eingeführt wird, 2017 für alle und 2018 zum ersten Mal erhöht werden kann und dann die 8,50 Euro nicht mal mehr 8 Euro wert sind. Und das sage ich ganz bewusst, 8 Euro oder 8,50 Euro sind zwar ein Anfang, sie sind aber deutlich zu wenig, weil immer noch Altersarmut mitproduziert wird. Und wir hätten auch nicht zugelassen, dass Seehofers Trachtentruppe dafür sorgt, dass dieses Ding löchriger wie ein Schweizer Käse wird. Was gibt es denn um Gottes Willen für einen Grund, dass Jugendliche unter 18 bei der gleichen Arbeit weniger verdienen sollen als Erwachsene über 18? Es muss doch das Prinzip gelten, gleiche Arbeit, gleicher Lohn, egal ob die Leute jünger oder älter sind. Ganz besonders geärgert habe ich mich, dass Langzeitarbeitslose vom Mindestlohn ausgenommen werden. Was bedeutet das denn?
Das bedeutet zweierlei. Man stigmatisiert diejenigen, die ohnehin von der Gesellschaft ausgeschlossen sind, weiter. Und man erzählt das Märchen auch von der Sozialdemokratie, dass die Langzeitarbeitslosigkeit irgendwas mit den Löhnen zu tun hat. Das ist doch ein Märchen. Wir haben nicht weniger Arbeitslose, wenn wir höhere Löhne haben. Und deswegen ist es unakzeptabel für uns, dass Langzeitarbeitslose auch noch bestraft werden. Und das Zweite verstehe ich auch nicht. Und das sage ich auch an mich als Gewerkschafter, da müssen auch die Gewerkschaften ein bisschen lauter werden. Dass man sagt, man nimmt diejenigen Betriebe aus bei den Langzeitarbeitslosen, die keine Tarifbindung haben, bedeutet doch, man bestraft die, die Tarifbindung haben. Also niemals im Leben dürfen wir doch akzeptieren, dass ausgerechnet die bestraft werden, die sich an die Tarifverträge halten und die belohnt werden, die keine Tarifverträge haben und auch noch die Tarifbindung unterlaufen. Es muss doch genau umgekehrt sein. Die müssen bestraft werden, die sich nicht an die Tarifverträge halten. Nein, wir bleiben dabei. Wir brauchen einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, der diesen Namen auch verdient. Und er muss 10 Euro betragen, weil selbst unsere 10 Euro führen nicht dazu, dass man auskömmlich im Alter eine Rente bekommt. Auch bei 10 Euro musst du 45 Jahre in Vollzeit arbeiten, um gerade mal über die Grundsicherung zu kommen. Und deswegen bleiben wir dabei, 10 Euro die Stunde für alle ist die unterste Grenze und dafür werden wir weiterkämpfen als Linke. Ich sage auch ganz kurz zur Rente. Zur Rente, das ist natürlich ein kleiner Schritt mit der Mütterrente und es ist ein kleiner Schritt mit dem, dass ein paar Jahrgänge, ganze zwei, früher rausgehen dürfen. Da dürfen wir auch nichts durcheinander bringen. Natürlich sind wir dafür, dass Menschen, die 45 Jahre am Stück gearbeitet haben, früher in Rente gehen dürfen. Aber was ist das für eine Regelung? Es betrifft gerade mal zwei Jahrgänge. Zwei Jahrgänge sind voll davon betroffen. Und bei der Mütterrente müssen wir doch ganz klar sagen, ist die größte Ungerechtigkeit die Finanzierung. Die zahlen die Beitragszahler und müssten eigentlich die Steuerzahler bezahlen. Sprich, der Fahrer zahlt im Kern die Rente für die Ehefrau des Managers, wenn die Mutter ist. Und das können wir doch nicht akzeptieren. Das ist sozial ungerecht. Die Finanzierung dieser Mütterrente ist ein Skandal. Im Übrigen auch, sage ich gerade in dem Landesverband, der Ost und West zusammen hat, dass immer noch ein Kind oder eine Mutter im Osten weniger wert ist wie im Westen. Also da müssten wir eigentlich auch drüber sein. Da muss man vielleicht Frau Merkel mal dran erinnern, was sie da eigentlich macht. Und lasst mich noch zur Rente zwei Sachen sagen. Wir waren immer gegen die Rente mit 67 und man darf jetzt nicht auf das Märchen hereinfallen, dass die SPD die Rente mit 63 eingeführt hat. Das hat sie nämlich nicht. Sie hat es nur für eine kleine Gruppe getan, die das gerne haben kann und es zahlen alle Beitragszahler in die Rentenversicherung mit Rentenabsenkung. Und das können wir nicht akzeptieren. Eine Rente, die heute noch 1.000 Euro wert ist, wird im Jahre 2030 nur noch 850 Euro wert sein. Und es wird dazu führen, dass die sogenannten Normalverdiener oder die vielbetonte Mittelschicht auch in die Altersarmut fallen kann. Und deswegen bleiben wir dabei, der Kern einer Rentenreform muss sein, dass endlich die Absenkung des Sicherungsniveaus von 53 auf 43% gestoppt wird und wir verhindern, dass die Leute in Altersarmut fallen. Und dazu brauchen wir im Übrigen eine Mindestrente von 1.050 Euro, weil wir ja auch wissen,
dass die sogenannten Eckrentner, der 45 Jahre am Stück in Vollzeit arbeitet, ein völlig untypischer Mensch ist in der heutigen Gesellschaft. Kaum jemand kann das erreichen, insbesondere können es die Frauen nicht erreichen. Und dass die Menschen heute unter Arbeitslosigkeit und unter veränderten Erwerbsbiografien leiden, unter prekärer Arbeit, haben sie nicht zu verantworten. Und dass die Menschen es schwer genug haben, darf nicht damit noch erschwert werden, dass sie dann in der Rente auch noch in die Armut fallen. Deshalb brauchen wir dringend eine armutsfeste Rente. Und ich glaube, außer der Linken ist niemand in der Lage, eine solche zu machen. Ich möchte mich jetzt auch nicht zu lange an der Großen Koalition abarbeiten, sondern vielleicht noch sagen, was die Linke an Linien, an Schwerpunkten für die nächsten Jahre besetzen muss, wenn sie quasi weiter Erfolg haben will oder sogar diesen Erfolg noch ausbauen kann. Ich glaube im Übrigen, dass das Schlimmste ist, dass nur der Mindestlohn gerettet wurde. Aber die krebsartige Ausdehnung prekärer Arbeit und prekärer Lebensverhältnisse für diese Regierung keine Rolle spielt. Weder Minijobs noch Werkverträge noch Leiharbeit noch strukturelle Unterbeschäftigung werden in irgendeiner Form angegangen. Und wir wissen alle, wer prekär arbeitet oder gar erwerbslos ist, wird im Übrigen auch prekär leben. Der hat auch prekäre, unsichere Lebensverhältnisse. Und wir als Linke können uns niemals damit abfinden, dass inzwischen ein Drittel der Bevölkerung von der vollständigen Teilhabe an der Gesellschaft ausgeschlossen ist, an den Rand gedrängt wird, in sozialen, prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen leben und arbeiten muss. Das werden wir niemals akzeptieren und es wird Gegenstand der Auseinandersetzung einer politischen Kampagne der nächsten Jahre werden. Das ist dringend notwendig. Alle Menschen in dieser reichen Gesellschaft müssen Zugang zu einem ordentlichen Leben und zu einer ordentlichen Arbeit haben. Dazu gehört im Übrigen auch, dass die soziale Ausgrenzung inzwischen auch eine politische Ausgrenzung ist. Insbesondere die Menschen, die jeden Tag ums Überleben kämpfen müssen, gehen immer weniger zu den Wahlen. Ich habe übrigens die These, das ist gewollt. Merkel und andere können sehr gut regieren, wenn ein Drittel der sozial Schwächeren nicht mehr zu den Wahlen geht. Und deswegen müssen wir gerade diesen Menschen, nicht nur diesen, aber gerade diesen Menschen auch die Hoffnung geben, dass politische Repräsentanz für sie gewährleistet ist und dass wir mit ihnen zusammen ihre existenziellen Fragen angeben. Wir können nicht akzeptieren, dass ein Drittel der Menschen auch von der politischen Beteiligung an der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Und das ist eine zutiefst soziale Frage. Es wurde hier schon genannt, einer der größten Unterlassungssünden dieser Koalition ist, dass sie keinen Mut zur Umverteilung hat. Und wir haben es doch jetzt gelesen, in Europa ist Deutschland das Industrieland mit der ungerechtesten Vermögensverteilung aller Länder. Der sogenannte Gini-Effekt. Gerade bei uns ist die Schere zwischen Arm und Reich dramatisch auseinandergegangen. Gerade bei uns ist dieses Vermögen ungerecht verteilt. Und wer nicht an den Geldbeutel der Reichen geht, hat keine Chance für Reformen. Das muss man doch immer wieder deutlich sagen. Wer den Menschen sagt, ich wage mich nicht an die gesellschaftliche Umverteilung, mach aber soziale Politik, der belügt die Wähler und Wählerinnen. Das wird sich bitter rächen. Und gerade wenn wir über die Regionen reden, wer nicht umverteilt, wird die Kommunen und die Städte niemals ordentlich finanzieren können. Deshalb müssen wir dafür sorgen und dafür kämpfen, dass Reiche und Vermögende ordentlich Steuern in diesem Land bezahlen. Wir müssen die Vermögensteuer einführen, wir müssen eine ordentliche Erbschaftssteuer einführen und wir müssen doch bekämpfen, dass Reiche und Vermögende kein Problem haben, ihr Vermögen am Finanzamt vorbei in die Steueroasen zu schleppen. Diese drei Dinge müssen ein Schwerpunkt linker Politik sein und wir müssen den Menschen sagen, wenn schon die anderen sich nicht an die Reichen rangetrauen, wir haben den Mut, in den Geldbeutel der Reichen zu greifen und zwar nicht einfach, weil wir ihnen was nehmen wollen, da habe ich gar nichts dagegen, sondern weil wir
die Kommunen, weil wir die öffentliche Daseinsvorsorge, weil wir Bildung, Erziehung, öffentlicher Nahverkehr und vieles andere ordentlich finanzieren wollen und weil wir davon ausgehen, dass sich eben nur Reiche einen armen Staat leisten können. Und wir wollen eine Gesellschaft und auch einen Staat für alle, für die Armen, nicht nur für die Reichen in dieser Gesellschaft. Deswegen die weitere Linie, wir müssen die öffentliche Daseinsvorsorge ausbauen. Altenpflege, wohnortnahe Gesundheitsversorgung, öffentlicher Personen, Nahverkehr. Und wir müssen dafür Konzepte erarbeiten, die zukunftsfähig sind. Und ich freue mich sehr, dass ihr das macht, dass ihr euch dieser Frage stellt, wie muss eine Regionalpolitik hier aussehen. Und ich möchte auch noch zwei Beispiele nennen, die besonders wichtig sind. Das eine ist das Wohnen. Wir müssen deutlich machen, Wohnen ist für uns ein Grundrecht. Wohnen muss jeder. Und Wohnen darf keine Ware sein, sondern sie muss Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge werden. Und genau das Gleiche gilt für die Energieversorgung. Ich fand es toll, dass ihr euch so reingehängt habt bei der Rekommunalisierung der Energienetze. Und ich fand es auch toll, dass wir in Hamburg den Entscheid gewonnen haben. Trotz SPD, trotz Wirtschaft, trotz CDU, die alle dagegen waren. Nur die Linken und die Grünen haben praktisch dafür gestimmt, das zu rekommunalisieren. Und eine Mehrheit der Bevölkerung ist dem gefolgt. Und in Berlin war es auch trotz allem ein tolles Ergebnis. Und wir sehen, dass die Leute dafür sensibel sind. Und wir sind der Meinung, Energienetze müssen Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge sein, gehören in Bürgerhand und müssen demokratisch kontrolliert sein. Das ist im Übrigen auch der Unterschied von den Grünen zu uns. Wir verbinden die soziale und ökologische Frage miteinander. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe. Ich wohne ja in Stuttgart, eine Stadt in der Höhen, also im Kessel, also die hat ja so eine Kessellage. Und dort ist ganz einfach, die Ärmeren und die Kinderreichen und die Migranten wohnen im Kessel, wo die Umweltbelastung am größten ist, der Verkehr, der Lärm, die Abgase. Die Besserverdienenden wohnen in der Halbhöhenlage und die richtig Gutverdienenden wohnen in der Ganzhöhenlage. Und die Grünen in Baden-Württemberg, die machen Ökologiepolitik für die Halbhöhen- und Ganzhöhenlage. Und wir Linke machen Ökologiepolitik auch für die im Kessel. Das ist der gravierende Unterschied, das müssen wir immer wieder deutlich machen. Und für uns Linke wird, ja, ich bin schon in der Zeit, okay, ich hetze jetzt ein bisschen durch die Themen, wird die Eigentumsfrage und die Frage öffentlichen Eigentums immer ein Thema bleiben. Wem gehört was und wer produziert was? Und die Frage der Stärkung des öffentlichen Eigentums. Für uns Linke wird die Frage der Demokratie und der Wirtschaftsdemokratie eine zentrale Frage sein. Ich hätte im Übrigen niemals gedacht, dass wir als Linke einmal die bürgerlichen Grundrechte verteidigen müssen, weil es die Bürgerlichen nicht mehr tun. Aber ich bin da stolz drauf und wir werden das auch tun. Wir werden aber nicht dabei stecken bleiben, sondern wir brechen die Demokratie auch runter auf die Kommune, auf die Wirtschaft. Es soll kein Schild mehr geben, hier endet der demokratische Sektor der Bundesrepublik Deutschland, sondern Demokratie muss überall gleichberechtigte Teilhabe sein. Wir wollen die Banken und die Finanzmärkte regulieren und den finanzmarktgetriebenen Kapitalismus ganz entschieden bekämpfen. Das müssen wir immer wieder deutlich machen, weil er in seinem tiefsten Kern destruktiv ist und schädlich für die Menschen. Deshalb müssen wir an die Banken, an die Finanzmarktfrage ran und wir müssen auch den sozialökologischen Umbau machen und natürlich immer für Frieden und gegen Krieg kämpfen. Und da gibt es gar keinen Grund, dass mit irgendwelchen Farbenspielen die Linke ihre politische Position aufweicht. In der Friedensfrage stehen wir klipp und klar und im Übrigen auch an der Seite der Mehrheit der Bevölkerung. Und lasst mich noch kurz über die Zeit zwei Sätze zu Europa sagen. Heute Morgen habe ich gelesen, dass die CDU einen Wohlfühlwahlkampf Europa macht.
mit Merkel, mit Bildern glücklicher Kinder und Familien in ganz Europa, die eine super Zukunft vor sich haben, dank dem glorreichen Management von Frau Merkel. Und da muss ich sagen, ihr wisst, ich war in Griechenland und ich sage mal ganz deutlich, wer nicht zur Kenntnis nimmt, dass 50% der Jugendlichen dort erwerbslos sind, dass in Spanien ganze Familien und ganze Generationen von den Renten ihrer Eltern und Großeltern leben müssen, wer nicht zur Kenntnis nimmt, dass Armut und sogar Hunger erstmals wieder in Europa eingezogen ist, wer nicht zur Kenntnis nimmt, dass über 20% Arbeitslosigkeit nicht akzeptabel sind, wer nicht zur Kenntnis nimmt, dass Menschen heute, krebskranke Menschen in Griechenland demonstrieren müssen, weil sie sicher sterben müssen, weil sie die nötigen Medikamente nicht mehr bekommen. Wer Menschen in den Selbstmord treibt, weil sie Angst haben vor der Zukunft oder wer dafür sorgt, dass Mütter ihre Kinder bei SOS-Dörfern abgeben, weil sie Angst haben, sie nicht mehr ernähren zu können. Und wer dies negiert, der macht doch keine Europapolitik im Interesse der Menschen. Es ist gerade die Linke, die diesen Themen zum Inhalt des Wahlkampfes macht. Und es ist dringend notwendig, dass wir für den Europawahlkampf mobilisieren, weil wir ein Problem haben. Gerade die Menschen in sozialen Brennpunkten gehen nicht zur Europawahl. Und dort müssen wir wirklich aktiv sein, mobilisieren und ihnen deutlich machen, dass die Europapolitik sehr wohl etwas mit ihrem Leben zu tun hat. Und wir müssen auch noch eins machen. Erstmals in Deutschland, in ganz Europa schon länger, kommt mit der AfD eine nationalpopulistische Partei zum Zuge. Und sie gewinnt gerade an Stimmen. Und da ist gerade die Linke besonders gefordert, obwohl ich weiß, dass es gar nicht unser Wählerklientel ist. Die Berührungen zwischen uns und der AfD sind ganz gering. Es ist eine Radikalisierung im bürgerlichen Lager, muss man immer wieder deutlich machen. Aber was die AfD macht, wie auch alle nationalpopulistischen Parteien in Europa, sie versuchen, die Interessen der Menschen gegeneinander auszuspielen und die nationalen Interessen rechtspopulistisch gegen die Eliten und gegen die Menschen in den anderen Ländern aufzustellen. Und da müssen wir deutlich das Spielfeld wechseln. Wir müssen deutlich machen, dass der Gegensatz in Europa nicht zwischen Deutschen und Griechen, nicht zwischen Italienern und Spaniern besteht, sondern zwischen oben und unten. Wir müssen dringend das Spielfeld in Europa wechseln. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen erkennen, wer dort wirklich ihre Interessen vertritt und nicht diejenigen vertreten ihre Interessen. Ganz im Gegenteil, das beweist die ganze Geschichte, die diesen billigen Rechtspopulismus machen. Lasst uns einen aufklärerischen, kämpferischen Wahlkampf machen in ganz Europa. Und ich bin der Meinung, wir haben die Chance, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wir haben sogar die Chance, die europäische Linksfraktion zu verdoppeln und drittstärkste Kraft in Europa zu werden. Und ich bin ohnehin ein bisschen der Meinung, wir sollten mit viel mehr Stolz und Selbstbewusstsein in die ganzen Auseinandersetzungen gehen. Man hat ja manchmal das Gefühl, wenn man Linker ist, muss man immer erklären, warum man eigentlich Linker ist und was alles nicht dazugehört zum Linkssein. Wir sollten doch in den Zustand kommen, dass die Menschen sagen, nee, ich bin stolz, ein Linker zu sein. Die sind doch für einen Frieden, die sind für soziale Gerechtigkeit, die sind gegen die Jugendarbeitslosigkeit, die sind für Verteilungsgerechtigkeit. Ja, warum soll man denn kein Linker sein? Im Gegenteil, diejenigen, die nicht links sind, sollen doch gefälligst begründen, warum sie eigentlich nicht links sind. Es muss doch normal sein, dass wir für eine sozialgerechte Gesellschaft kämpfen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.